Dir alle könnt froh sein, sei mir überhaupt da. Wir haben uns beim Wahlkampf schier übernommen. Wir geben noch nicht auf, die Gemeinderatswahlen stehen da. Die Eintrittenen an, vielleicht kommt sie dran. Uns Rätschweiber hat es weder zu Luzern noch zu Bern gelangt. Schweizweit hat sich nämlich die Schafböck eingezwängt. Dank unserer Unterstützung hat es mehr Schwarze in Luzern. Die im Kantonsrat haben wir uns nicht gern. Im Nationalrat sitzen leider nur zwei Liberale. Eine Frau hat es mögen leiden, neben dem Schilliger und dem Vitali. Die SVP-Strategie hat nicht wollen aufgehen. Wir hätten einen Vorschlag, wie es gleich noch sollte gehen. Wenn der Müri in die Chur gehen und 50 Kilo wird abnehmen, könnte es endlich Bucher Frani doch noch den Sitz übernehmen. Bei den Ständeratswahlen haben wir den Vogel abgeschossen. Unser Rätschweiberspruch, der hat auch abgeschossen. Der Beste, Jüngste und Schönste im Stöckli zu Bern ist logisch von der FDP aus dem Kanton Luzern. Als Dank für unseren Vers hat Damian uns schriftlich eingeladen. Wir gehen die Bären graben oder ins Marzili baden. Bei den Bundesratswahlen hättest tatsächlich können einschlafen. Der Seichlängt uns nicht einmal für eine ganze Strafe. Der Weibur, der Eschi und der Tessiner Globi, das ist der SVP, ihre auserwählte Lobby. Das Rennen hat gemacht, eine welche SVP-Mann, die nächste stänkte, die wird Estermann. Der Blocher und der Brunner, Taufaktier von der SVP, haben jahrelang zu viel geschnarrt, das mögen wir nicht mehr nicht. Der Brunner hat lange Zeit nach seinen Kühen und im Blochi macht das Alter anfänglich Mühe. Ab jetzt gibt's bei der SVP, das ist das Grösste, so der Brotwürst noch ein Berner Rösti. Die Finanzen am Branzen, es ohne Klön. Für die Lehrer mehr Ferien und zusätzlich keine Löhne. Bei der Polizei mag es nur
noch die Hälfte verleiden. Es braucht nur noch deren, die die Bussen eintreiben. Musst du können schreiben, Deutsch, wenn er wortsch zu der Polizei. Richt muss es sein, ohne Fehler, sonst musst du wieder heim. Servalat verleiden, auch ein feines Filet von der Kuh, die weiden. Wenn du nicht recht weisst, zu welcher Partie willst du gehen, tust dich am besten aufs GV-Menü verlassen. Bei der SVP gibt's Würst und Gnagi, bei den grünen Zwetschgen kompott. Drum bleiben wir bei den Schwarzen, dort gibt's Amt der Gott. Heute wird einfach affig, viel zu viel reguliert. Es wird nur kritisiert, manipuliert und diktiert. Bei den Kleiderbau musst rüdig aufpassen. Das Edelweisshemmli ist nur erlaubt, wenn du gehst, geh jassen. Für die Frauen nur helle Hansenslip, verboten sind Strapsen. Es ist wegen Belästigen und wegen Grabschen. Bei den FIFA-Bossen wird seit Jahren nur noch beschissen. Bald jeder wird betrogen und übers Nest abgerissen. Ich kann nichts dafür, brüllt der Blatter Sepp. Oh, der hat Dreck am Stecken, das ist doch ein Depp. Wir haben recherchiert und gelesen die Zeitungsartikel. Uns dunkt es gibt bald nur noch korrupt. Wenn alle, die gegen die Gotthard rühren sind, daheim würden campieren, könnte man das Gestürm vergessen und das See stornieren. Zu den zweiten Röhren sagen die einen ja, die anderen nein. Unser Vorschlag weg der Grünen, mach ich doch grad drei. Die erste wäre für die Auto, die zweite für die Lastwagen. Die dritte käme sicher den Velofahrer und Körnli Bicker die Läge. Angela Merkel lässt alle Flüchtlinge freundlich ein. Hast du ein neues Handy, bist sicher dabei. Nicht nur die Flüchtlinge finden den Weg über die grüne Grenze. Auch die Wölfbären und die Luchs mit ihren leeren Ränzen. Es wäre uns gleich bald lieber, es kämen nur farbige Leute. Die machen wenigstens unseren Söhne und Schaf nichts.
kann man bald nicht mehr schauen. Die sollte man tatsächlich total neu fügen. Der Berlusconi überwacht den Falten im Zeug umzuschätten. Aber nie hat er liften und das andere glätten. Es sei alles straff und das Make-up permanent. Es nütze nichts, sagen die Mädchen, der Silvio sei impotent. Im UB gibt man mir ganz klar wieder eine Strafe, auch wenn er im Fall auswärts muss arbeiten. So gegen 800 Kühe, das tut sich lohnen. Das gibt all Jahr Subventionen. Jetzt hat der Grossbauer noch die Schachenbinde gepostet. Wegen dem Fischteich hat das rüdig viel gekostet. Und wenn der die Beiz nicht würde rentieren, würde der Verein pro Luther den Rest spendieren. Die ganze Geschichte hat auch gleich mit dem Chassis zu tun gehabt. Aneinander hat uns der Blick ins Detail informiert, ob oben oder unten etwas ist ramponiert. Die Spiesse wechselt von den Grünen zu der Piratenpartei. Es nimmt sie einfach Wunder, ob Piraten auch K.O.-Tröpfe haben. Für uns ist die Fasnacht eine rüdig tolle Zeit. Ein Klapp von der Tätsch und schon ist es wieder so weit. Wir dürfen wie alle Jahre eins nicht vergessen. Wir müssen doch noch ein Gottlet essen. Jetzt sehen wir am Ende, sagen Tschüss und Servus.